Hi, wir machen weiter mit dem dritten Teil unserer Linearfunktion bzw. Funktionsgleichung. Ja? In diesem dritten Video werden wir jene Funktionsgleichung stellen, selbst die schreiben, ja? Also aus eigenen Elementen oder Bedingungen, die wir bekommen werden. Zum Beispiel werden wir die Steigung ja, vorgegeben haben und einen Punkt. Ja? Also die Steigung ist irgendwie, die Steigung haben wir schon darüber geredet, brauche ich nicht mehr. Und dieser Punkt wird irgendwie auf der geraden Seite, das heißt, dass die Steigung der Funktion geht durch diesen Punkt, ja. Da müssen wir hier die Funktionsgleichung bestimmen oder stellen, okay? So als Lösung hier habe ich es mal markiert. Also es ist immer wichtig, diese allgemeine Formel irgendwo zu schreiben und dann identifizieren, was man hat und was fehlt, ja. Also wenn wir das hier gemacht haben, m haben wir, ist minus 4 Drittel. Und diese Punkte auf der Gerade hat zwei Koordinaten, eine x und eine y. Die x-Koordinate ist hier minus 2, da haben wir auch. Und y minus 0,5 haben wir auch. Also wir haben 1, 2, 3, es fehlt uns nur noch b. Deswegen müssen wir b finden, okay? Und da wir b gefunden haben, können wir die Funktionsgleichung schreiben. Also das hier bedeutet, wenn wir hier mit seinen Werten ansetzen, wäre minus 0,5, das heißt minus 1/2. Ich habe Bruch auch gesucht, weil das mir ein bisschen leicht zu rechnen ist. Ja. Also, und dann m wäre dann minus 4,3, minus 4 geteilt durch 3 und x gleich minus 2. Dann setzen wir einfach hier mal. Minus 4 Drittel mal minus 2 ergibt eigentlich 8 Drittel. Und dann kann ich es auf der Seite bringen, indem ich so, wenn du möchtest, kann ich so machen, indem ich das schreibe, ich rechne hier mit minus 8 Drittel. Ja? Damit wir auf der Seite gehen können, habe ich das im Kopf gemacht. Das heißt, wir haben plus 8 Drittel hier. Ja? Das haben wir minus 8 Drittel, geht auf der Seite. Und wenn es auf der Seite kommt, da haben wir, also das alles gleich b, ja. Und hier dann die beide zusammen berechnet, und dann bringen wir dir erstmal die beide hier auf den gleichen Nenner. Das könnte sei 6 sein, das könnte 6 sein, ist auch eine der Möglichkeiten. 6. Also, wenn ich hier 6 unterbekomme, das würde dann bedeuten, dass ich mal 3 hier multipliziere habe. Also, ich multipliziere an der Zähler auch mal 3. Und hier, wenn ich 6 bedeutet, dass sie mal 2 multipliziert haben. Also mache ich das gleiche an der Zähler. Ja, minus mal 2. Dann bekommen wir minus 3 minus 16 Sechstel. Und dann brauchen wir nur noch die Zähler zu addieren. Das gibt uns hier b, also gleich minus 19 Sechstel. Oder man kann auch als gemischte Zahlen schreiben. Das wäre dann minus 3 ein Sechstel. Also wenn man denkt hier. Um das hier so zu bekommen, als gemischt, da musst du ja denken, wie oft passen die 6 im 19? Dann dreimal, das ist also unser Resultat. Und den Rest ist 1. Dreimal, das wäre 18. Und der Rest ist 1. Da schreiben wir 1 hier und Sechste. Ja? Minus 3 Sechste denn. Und dann, wenn wir das gefunden haben, können wir jetzt denn unsere Funktion stellen, wie es vorher gefragt wird. Y gleich minus 4 Drittel von x minus 3 ein Sechstel, also drei Ganzen, ein Sechstel. Du kannst auch so genauso minus 19 Sechstel lassen, ja, Kumpel. Das ist gar kein Problem. Ich wollte nur über diese Themen noch kurz reden, okay? So, dann sehen wir uns zum nächstes Mal, sorry, da werden wir noch mehr haben zu machen über Linearfunktionen, quadratische Gleichungen und so weiter. Also, bis dann, Kumpel. Ciao.